Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder um ein Parkside-Gerät bzw. ein Parkside-Werkzeug. Und zwar habe ich für euch heute rausgesucht diesen digitalen Drehmomentadapter. Was ihr damit machen könnt und ob der was taugt, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Ja, von Parkside kommen ja immer wieder ganz tolle neue Werkzeuge auf den Markt. Die lassen eigentlich keine Lücke aus, um immer irgendwas Neues zu bringen, beziehungsweise was von anderen Herstellern vielleicht schon etwas länger gibt, das Ganze dann als Parkside-gelabelte Version dann auf den Markt zu bringen. So ist es jetzt auch mit diesem digitalen Drehmomentadapter. Der ist grundsätzlich dafür da, wenn ihr zum Beispiel eure Räder wechselt, Sommerreifen, Winterreifen etc., dann muss das ja mit Drehmoment angezogen werden, die Radbolzen, ansonsten fliegen die euch vielleicht auf der Autobahn dann um die Ohren. Das wäre natürlich nicht so gut und dazu braucht man in der Regel einen Drehmomentschlüssel. Jetzt will hier nicht jeder irgendwie 100 Euro für einen Drehmomentschlüssel ausgeben. Die 20-Euro-Schlüssel haben wir hier schon öfters mal getestet. Die taugen in der Regel nicht allzu viel. Allerdings, wenn man die nur zweimal im Jahr benutzt, dann reicht das auch hin. Genauer oder einfacher ist dann ein Adapter, so wie dieser hier, der das Ganze dann digital darstellt. Und zwar könnt ihr dann mit einer normalen Ratsche, mit einer normalen Knarre dann eure Radbolzen zum Beispiel festziehen und das dann mit diesem Drehmoment Adapter überprüfen, ob das korrekte Drehmoment dann anliegt. Und zwar geht dieser Adapter von 40 bis 200 Newtonmeter, kostet derzeit so etwa 40 Euro. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis abrufen. Gibt es derzeit auch noch in den Filialen. Müsst ihr mal gucken, ob ihr da noch fündig werdet. Ansonsten kann man hier sagen, die Auflösung ist 0,1% und das Ganze arbeitet hier im Halbzoll-System. Ich würde sagen, wir packen den mal aus und gucken uns den etwas genauer an. So, Bedienungsanleitung ist logischerweise auch mit dabei, wenn ihr da schon mal reinschnuppern wollt, lidl-service.com eingeben oder jetzt diesen QR-Code scannen, dann kommt ihr auch dahin. Was toll ist, dass wir den hier in so einer kleinen Box dann präsentiert bekommen, da geht der dann nicht kaputt oder geht verloren in der Schublade. Aber wir werden jetzt mal gucken, wie sich das hier innen darstellt. Das sieht dann nämlich so aus. Wir haben jetzt einmal hier den Adapter, da ist noch eine Schutzfolie einmal drüber, die machen wir gleich einmal ab. Batterien müssen wir logischerweise dann auch noch einlegen. Da sind zweimal AAA-Zellen mit dabei. Und dann haben wir hier noch ein paar Adapter mit dabei, dass wir das Ganze dann auf unsere Ratsche dann adaptieren können. Ja, und ansonsten haben wir dann hier den Adapter als solch. Wie gesagt, auf einer Seite wird eure Ratsche dann adaptiert. Das wird logischerweise diese Seite sein. Und auf der anderen Seite nehmt ihr eine ganz normale Nuss oder einen Schoneinsatz oder ähnliches, um dann die Räder zum Beispiel festzuziehen. Das ist einfach am einfachsten, euch das dann zu zeigen, wie das dann funktioniert, wenn man das Ganze mit Rädern oder Radbolzen dann macht. Da werden wir das Ganze gleich mal ausprobieren. Ich lege jetzt erstmal die Batterien ein und mache die Folie ab und dann probieren wir das Ganze mal aus. So, Batterien habe ich eingelegt, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, wenn ihr das hier einschaltet, wird das hier so angezeigt, einmal Newtonmeter 0,0 und wir haben hier oben das Trace-Programm aktiviert. Trace bedeutet, es wird ständig gemessen, wenn ihr damit dann hantiert, welches Drehmoment gerade anliegt. Wird das Drehmoment schwächer, zeigt er das hier an, wird das Drehmoment höher, zeigt er das da an. Also immer das aktuell anliegende Drehmoment. Und ihr könnt vorher ein Drehmoment festlegen, bei welchem er dann piept. Das könnt ihr mit der Plus-Minus-Taste hier machen. Er würde jetzt hier bei 200 Newtonmetern piepen. Wir stellen das Ganze jetzt mal hier tatsächlich auf 120 Newtonmeter, damit wir das gleich ausprobieren können. Das heißt, mit der Minustaste dann hier auf 120 gehen. Ihr habt übrigens auch noch 7 Speicherprogramme, womit ihr die normalen Drehmomente dann hinterlegen könnt, die ihr am häufigsten braucht. Das ist natürlich sinnvoll, gerade in irgendeiner Kfz-Werkstatt oder ähnlichen. Wenn ihr dann öfters mit 120, 140, 180 oder sowas arbeitet, dann könnt ihr das Ganze dann natürlich auch hinterlegen. So, jetzt haben wir das Ganze hier auf 120 gestellt. Das blinkt jetzt ein paar Mal und dann speichert es sich dann auch hier ab. Und jetzt würde er dann bei 120 Newtonmeter piepen. Wenn ihr das Ganze in den Einheiten hier wechseln wollt, müsst ihr diese beiden Tasten gleichzeitig drücken und dann schaltet er hier zwischen verschiedenen Einheiten hin und her. Aber wir wollen ja hier, wie gesagt, jetzt Newtonmeter haben, deswegen stelle ich das jetzt wieder zurück. Wir haben noch einen weiteren Modus. Wir haben aber diesen Trace-Modus, der ständig dann, wie gesagt, sich verändert. Und wir haben noch einen Peak-Modus. Wenn wir diese beiden Tasten gleichzeitig drücken, kommen wir in diesen Peak-Modus und dann zeigt er uns automatisch das höchste Drehmoment an, welches wir dann ausgelöst haben. Das heißt, wir drehen jetzt, drehen jetzt, drehen jetzt, sind jetzt auf 120 von mir aus, lassen den Schlüssel dann wieder los. Dann bleibt hier 120 tatsächlich stehen. Machen wir dann wieder
irgendwie eine Drehbewegung, dann zeigt er nichts unter 120 an, sondern erst ab 120, wenn wir da drüber kommen, zum Beispiel auf 125, würde er dann 125 anzeigen und dann diesen Wert auch einfrieren, insofern wir da nicht drüber kommen. Ich denke, das ist recht verständlich gemacht. Am sinnvollsten ist logischerweise dann dieser Trace-Modus, damit wir dann das aktuelle Drehmoment abrufen können. Und das werden wir jetzt mal machen und gucken uns das draußen mal am Fahrzeug an. So, ich habe das Ganze jetzt hier mal so auf so einer ausziehbaren Knarre montiert. Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Knarre jetzt bewege, schaltet das Display nicht um. Es gibt Adapter, die tatsächlich dann so ein Neigungsmesser drin haben, die dann wie beim Handy dann das Bild zur anderen Seite drehen oder dann eben auch hochkant anzeigen. Das ist bei diesem hier logischerweise nicht vorhanden. In dieser Preisklasse ist das auch soweit nicht zu erwarten. Das bleibt dann so immer in dieser Anzeigerichtung, wie das jetzt hier dann so eingestellt ist. Aber was natürlich ist, dass der sich nach ein paar Minuten dann selbst ausschaltet. Also könnt ihr nicht vergessen, jetzt schaltet er sich sogar gerade aus, als wäre es ein Stichwort gewesen. Das heißt, nach ungefähr einer Minute des Nichtstuns schaltet der sich aus, um die Batterien dann zu schonen. Parkside hat derzeit noch ein anderes Angebot, nämlich solche Torsionsstäbe. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ich verlinke euch das Video auch mal unten, insofern das schon online ist. Ansonsten müsst ihr noch ein paar Tage warten. Am besten den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das nicht. Das ist nämlich eine ganz tolle Geschichte. Damit könnt ihr das Drehmoment schon mal voranziehen. Das heißt, mit einem elektrischen Drehschlagschrauber oder mit einem pneumatischen Drehschlagschrauber könnt ihr dann das Drehmoment zum Beispiel auf 120 Newtonmeter damit begrenzen. Dann nimmt das die Schlagenergie raus und in der Regel ist das dann auch wirklich sehr, sehr genau. Das Ganze habe ich auf jeden Fall ausprobiert, da gab es gar keine Probleme mit. Und wenn ihr das schon mal so machen wollt, dann könnt ihr das hiermit schon mal, sage ich, mit 120 anziehen und dann mit dieser Lösung hier mit einer ganz normalen Ratsche und diesem Drehmomentadapter dann nochmal überprüfen, ob tatsächlich 120 Newtonmeter anliegen. Und es gibt natürlich dann auch von Parkside die passenden Schoneinsätze noch mit dazu. Ich weiß gar nicht, die haben immer so um die 10 Euro gekostet, weiß gar nicht, was die heutzutage kosten. In der Regel sind die drei Produkte derzeit in den Filialen auch verfügbar, ansonsten online, wie gesagt, habe ich euch das alles verlinkt. Braucht ihr natürlich, wenn ihr Leichtmetallfelgen habt, damit die dann nicht kaputt gehen, dann sind die hier so ein bisschen geschont. Das werden wir jetzt hier oben drauf mal adaptieren. So. Und dann schalten wir das Ganze hier nochmal ein. 120 hatten wir ja schon. Der Wert bleibt dann auch bestehen, wie ihr seht hier. Kann man gar nicht sehen. So, 120 ist jetzt auf jeden Fall. Jetzt machen wir nochmal diesen 0,1 hinten weg. Und dann gehen wir mal raus zum Fahrzeug und gucken, was der uns anzeigt. So hat lange gedauert, bis ich das jetzt hier eingestellt gekriegt habe, dass man auch was sieht. Lasst euch davon nicht täuschen, dass ihr jetzt hier auf dem Kopf seid. Ich habe jetzt diesen Radbolzen mit 120 Newtonmetern angezogen. Und wenn ich jetzt hier die Knarre bewege, sieht man hier die Newtonmeter dann kommen. Und wenn wir jetzt hier in den Bereich kommen, den wir eingestellt haben, fängt das Gerät schon mal an zu piepen. Und wenn wir bei 120 sind, wird er rot sein. Und da haben wir ihn erreicht, das Drehmoment erreicht. Jetzt gehen wir nochmal in den Peak-Modus über. Und dann sehen wir ja das höchste Drehmoment, was wir dann damit ausgelöst haben. Jetzt bleibe ich mal hängen bei 107 und jetzt werde ich nochmal etwas höher gehen. Und so können wir dann sehen, jetzt haben wir 126 Newtonmeter auf diesen Radbolzen draufgewirkt. So, jetzt habt ihr das Ganze im Einsatz gesehen. Ich denke, das ist definitiv keine Raketenwissenschaft. Wenn ihr eine normale Ratsche daheim habt und keinen Drehmomentschlüssel kaufen möchtet, dann ist das vielleicht die Lösung für euch. Allerdings muss ich sagen, mir ist es tatsächlich lieber, mit einem Drehmomentschlüssel zu arbeiten. Da habe ich dann auch nochmal ein Feedback im Handgelenk durch dieses Knacken etc. und das Geräusch des Knackens. Und hier habe ich wirklich nur das Gepiepe. Und das Gepiepe ändert sich auch nicht in der Höhe. Das wäre vielleicht nochmal eine Anmerkung dazu oder ein Anreiz dazu, das ganze Produkt etwas zu überarbeiten und zu sagen, wenn das Drehmoment erreicht ist, dürfte es nicht einfach nur schneller piepen. Das habt ihr ja gehört, das piept dann etwas schneller. Aber zum Beispiel die Tonhöhe könnte sich ja dann auch ändern, wenn das Drehmoment erreicht ist, so wie bei einem Drehmomentschlüssel auch. Da knackt es dann eben und eigentlich würde dem ja eigentlich nichts entgegensprechen, dann zu sagen, ja, dann macht er eben nochmal einen tiefen Ton oder einen besonders hohen Ton oder etwas, damit man dann eben das Ganze nochmal so ein bisschen besser unterscheiden kann und dann nicht zu viel Anzugsdrehmoment hat, denn das kann natürlich auch schädlich sein. Gut, jetzt habt ihr gesehen, diese 6 Newtonmeter, die ich jetzt über die 120 gekommen bin, das macht den Kohl sicherlich nicht fett. Das ist bei Radbolzen, denke ich mal, völlig okay. Aber wenn ihr jetzt irgendwas Defiziles machen wollt und zum Beispiel mit 40 Newtonmeter irgendetwas anziehen wollt, dann macht das vielleicht schon einen Unterschied, wenn ihr da 10 Newtonmeter mehr oder weniger habt. Das sind dann nämlich schon gleich 25% Abweichung. Und da muss man natürlich sagen,
muss man sich mit anfreunden mit der ganzen Geschichte. Man kann das natürlich nehmen, man kann auch überlegen, ob man das zum Überprüfen von den Drehmomenten einfach nur nimmt, weil es einfach genauer dann anzeigt, möchte ich einfach mal behaupten, als ein Drehmomentschlüssel, weil ich dann eben auch die Nachkommastellen etc. habe. Beim Drehmomentschlüssel habe ich eben nur das Geknacke und hier bekomme ich noch eine Anzeige, welches Drehmoment dann tatsächlich anliegt. Also auf jeden Fall hat es seine Berechtigung in der Werkstatt und ich denke mal für den Preis dann, was derzeit aufgerufen wird, so um die 40 €, hat der jetzt hier im Moment gekostet, kann man da auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt, ob ihr euch diesen hier auch gekauft habt oder nicht. Ich verlinke euch nochmal ein Video zu einem anderen Drehmomentadapter, auch digital. Das habe ich hier auch schon gemacht, das könnt ihr euch dann in der Ergänzung nochmal anschauen, falls der nicht mehr verfügbar sein sollte. Vielleicht ist das dann was für euch. Ja, schreibt fleißig in die Kommentare, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.